Die Anti-Stress-Brigade im Einsatz am Flughafen von Los Angeles. Hier geht's im Vorweihnachtsverkehr noch hektischer zu als sonst. Deshalb als Beruhigungsmaßnahme die Therapiehunde mit der Aufforderung: Streichel mich. Freiwillige und ihre Vierbeiner bieten eine Kuschelpause. Die Wohlfühlhunde sind ein Hit bei Jung und Alt. Reisen ist so anstrengend, aber jetzt ist der Stress erstmal weg. Auch andere US-Flughäfen sind auf die Entspannungshunde gekommen. Allein in Los Angeles sind 30 Teams unterwegs. Hund und Besitzer müssen durch ein Sondertraining. Grundvoraussetzung: ein freundliches Wesen, Autogrammkarten und unendliche Geduld. Oh my God. Eine Frau sagte mir gerade: Mein Gott, ich sitze seit 20 Stunden hier fest, aber ihr habt diesen Tag noch gerettet. This was absolutely wonderful. Aber was, wenn plötzlich die etwas aggressivere Konkurrenz auftaucht? Kein Problem, die Polizeihunde werden von den vierbeinigen Therapieexperten einfach ignoriert. Das ist schon beeindruckend, wie sich die Hunde gegenseitig respektieren, meint dieser Passagier aus Norwegen. Harmloses Aussehen allein genügt nicht. Erst wenn die Hundeführer und ihre Stressfighter einen Hintergrundcheck bestanden haben, dürfen sie aufs Flughafengelände. Wir wollen den Fluggästen einfach ein bisschen von der Hektik nehmen, sagt die Gründerin des Projekts. Wer unsere Hunde sieht, lächelt. Wildfremde Leute kommen ins Gespräch. Man nimmt alles ein bisschen leichter. Keine Frage, der 9-jährige Dobermann Jackie ist die perfekte Stressbremse. Jackie liebt vor allem Kinder. Er ist fast immer mit unseren Kids zusammen und deshalb ist auch das hier eine ganz natürliche Umgebung für ihn. Jedes Freiwilligengespann ist 2 Stunden pro Tag unterwegs. Der Anti-Stress-Einsatz kann trotz aller Streicheleinheiten anstrengend sein, tut aber allen Beteiligten so gut. Wenn man einen dieser Therapiehunde krault, denkt man an seine eigenen Haustiere daheim. Das einzige Problem: vor lauter Freude über die Los Angeles Weihnachtshunde haben manche Passagiere schon fast ihren Flug verpasst. Oh my God, let me sit down and pet your dog. I've been here for 20 hours, what a long delay. You've absolutely made my day. This was absolutely wonderful. Dogs that work here, for drugs, hunting people, or I guess whatever. But yeah, it was nice. It's nice, friendly. Good picture. The purpose of the PUP program is to de-stress passengers and make everybody happy. Let's face it, traveling can be a little stressful sometimes. So when you have dogs coming through the airport, it makes people smile, the stress level drops, strangers start talking to each other. It's just amazing. I've met both my dogs. Thank you. Jackie loves kids, so he's his happiest right now. But he's laying down, he loves kids. He works all week with kids, so this is he's in his element.
you will be parasol number 3. An oversized When you're a traveler, you're far from home. I think that you see home in them, so maybe that might be why. It's warm, right? We don't have to protect you ice skating.